Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen, ne? Ich hatte es letztes Mal angesprochen und es wurde auch in den Kommentaren angesprochen, dass ich hier den Schlüssel suchen wollte, beziehungsweise dass ich ihn eigentlich schon längst hatte, aber es nicht gesehen hatte aus irgendwelchen Gründen. Ist ein bisschen peinlich, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich brauche hier einmal dich, damit ich an die Kiste drankomme, was auch immer drin ist. Ein Juwel hätte ich mir schenken können. Da haben wir noch mal ein paar Cthulhus. Die überspringe ich für euch. So. Kampf ist vorbei. Cypher hatte übrigens gerade eben auf dem Weg hierhin nochmal ein Level-Up. Das gönne ich ihm mal eben kurz. Ist explosiver Stoß besser? Nee. Wäre aber halt die physische Version davon. Ey, komm, ich brauche eine bessere Giftbombe eigentlich, oder? Nee, Giftwolke wäre schön. Kann ich alle auf einmal vergiften. So, wir müssten gleich eigentlich auch einen Champion direkt vor uns haben. Hier sind wieder diese Seepferdchen, auch den Kampf überspringe ich. So, der Kampf ist auch vorbei. Das eine Auge war im Übrigen kein wirkliches Auge, das war offenbar ein Tanuki, der sich getarnt hatte. So, hier ist doch jetzt bestimmt der nächste Boss. Balar. Oh, so viele nutzlose Bücher. Wo ist dieses Geschichtsbuch? Diese seltsame Person trägt dieselbe Art von Kleidung wie der Alchemist, den wir in den blauen Höhlen gesehen haben. Ich habe so ein Gefühl, dass diese Person mit finsteren Absichten hergekommen ist. Wir müssen vielleicht gegen sein Monsterteam kämpfen, um ihn zu schnappen. In diesem Fall gelten dieselben Regeln wie für Hüterduelle. Mit dem Unterschied, dass mehr auf dem Spiel steht als sonst. Oh, so eine Überraschung. Ein Monsterhüter. Hey, ist das etwa ein Spektralbegleiter? Was wenn ich ein Spektralbegleiter wäre? Wie vorzüglich. Nicht nur ein Monsterhüter, sondern obendrein auch ein Spektralbegleiter. Meine Güte. Der kommt mir wirklich merkwürdig vor. Ich habe ein schlechtes Gefühl. I will. Wow, ich hätte mir die Bibliothek nicht so groß vorgestellt. Und die Bücher, sie sind auch in ziemlich gutem Zustand. Moment, da ist noch einer von den Alchemisten. Oh, welch gesegneter Tag. Wir sind auf der Suche nach alten Büchern hergekommen und haben stattdessen zwei Hüter von Spektralbegleitern gefunden. Wir? Was soll das denn heißen? Hey, Valhalla! Was ist hier los? Gibt es eine Party? Oh ja, hier ist richtig die Party. Nicht direkt, Scheimes. Obwohl es bald einen Grund zum Feiern geben könnte. Ja, ich verstehe. Zwei Spektralhüter, hm? Der Meister wird sehr zufrieden mit uns sein. Diese beiden sind ziemlich unheimlich. Wir sollten vorsichtig sein. Hey, was wollt ihr? Wir haben keine Angst vor euch. Das ist gut. Damit haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Kümmere du dich um den anderen, Valar. Ich will diesen hier. Scheint, als wäre es Zeit zu kämpfen. Den Kampf sollten wir lieber gewinnen. Womit würde er denn anfangen? Wahrscheinlich mit dem Ritter. Ich nehme erstmal das Team hier, damit ich einen Healer dabei habe. Ich muss aber auch sagen, der Typ sieht echt komisch aus. Was soll er darstellen? Ist er eine Art Hamster oder was ist der? Einmal kurz gucken. Die Flüge kenne ich nämlich noch nicht. Der hier hat eine Feuerschwäche.
Der hat eine Fläche gegen Blatt und der auch. Da habe ich eigentlich den richtigen hier. Dann mache ich rum und greife mit Dave an. Oh, das stimmt ja, es dürfen nur zwei angreifen. Sven würde ich dann jetzt austauschen. Ach du Kacke, der hat immer Bluten drauf. Dave muss erstmal sich selber heilen. Ihn tausche ich hier gegen Cypher, wegen Feuer. Und ich versuche auch erstmal auf den Flügler zu gehen, weil der kann Bluten vergeben und das ist nicht so gut. Aua. Gleich viermal Bluten. Wie krank ist der denn? Der muss unbedingt weg. Die Giftwolke mache ich als letztes. Erstmal wieder heilen. Dave, du machst den Healing-Job. Und jetzt mache ich erstmal die Giftwolke. Gut, ich habe zwei vergiftet. Das blöde Biest kann heilen. Okay, Planänderung. Die Fliege muss zuerst weg, weil die heilen kann. Ich darf keinen Healer leben lassen. So, wenigstens den Schockstatus habe ich weg. Mit dem Feuerballsturm sollte ich noch kurz warten, ne? Den erstmal weg. Der darf niemand mehr healen. Scheiße, ich hab verfehlt. Viermal bluten, aua. Okay, Zeit sich wieder herzustellen. Das ist auf jeden Fall ein anderer Bosskampf, als ich erwartet habe. Der müsste eigentlich jetzt an Gift sterben. Also greife ich ruhig mal alle an. Und jetzt haue ich diesen Flügler weg. Ja, er ist an Gift gestorben. Das Auge. Das ist mein Team gerade perfekt, weil der ist gegen Magie schwach. Und mein ganzes Team ist Magie. Säuresturm. Wie heftig ist das denn? Okay. Ich muss Cypher heilen. Weil der stirbt mir sonst. Reicht ein Feuerballsturm schon aus? Nein, ich kann einen Eissturm machen. Dann wird's ausreichen. So, jetzt machen wir den Feuerwehrsturm und hauen das Vieh endlich weg. Dann hat Cypher seinen Job schon gemacht. Jetzt muss ich hoffen, dass er nicht Dave angreift. Okay, Dave ist RIP. Ich muss auf jeden Fall einen mit Magie-Techniken benutzen. Magie hat nur Psycho. Ich mach noch mal eine Giftwolke, dann vergifte ich vielleicht alle. Schade, nicht einen einzigen. Da ich mein Monster jetzt nicht verlieren will, gebe ich ihm einen Trank. Und dasselbe mache ich jetzt auch bei Sunny. Ich brauche die beiden. Sicher ist sicher. Dieses Auge ist ja eigentlich mega stark, ne? Das sollte ich mir ins Team holen. Und die Frage ist, wen tue ich dafür raus? Ey, das ist jetzt lustig. Ich habe Psycho reingeholt und er ist dann nur ein Healer.
Okay. Versuchen wir mal das Auge zuerst wegzukriegen. Weil das ist auch sehr stark. Oh, 3, 4 Crits. Das ist schön. Aua. Okay. Wir heilen Sunny, weil Sunny ist das stärkste Wesen, was wir haben. Ich kann jetzt endlich den Flatterrichter ausschalten. Ich versuche gleich nochmal eine Giftbombe. Also eine Giftwolke. Jawohl, wenigstens einen vergiftet. Dann stirbt Cypher nicht umsonst. Das sind jetzt die letzten Gegner. Feuer und Wind habe ich bei ihm und bei ihm habe ich nur Wind. Die sind eh gegen alles stark. Dann nehme ich Sven. Er kann wenigstens jedem nochmal einen Kraftbooster geben. So. Ein kleiner Heal für Sunny. Ich könnte den Ritter mit Sunny weghauen. Was hat der denn jetzt gerade für einen Booster da bekommen? War das ein Angriffsbooster? Ich glaube, Psycho stirbt jetzt. Ich habe Unendlichkeit 1 erreicht. Ja, die haben alle einen Widerstand gegen Wind. Das ist das Problem. Okay, zumindest 8 Treffer-Kombo eben kurz draufgehauen. Gleich habe ich ja Glück und mache einen Crit. Ich habe ihm wenigstens einmal Bluten gegeben. Ich glaube, der wird mit jedem Treffer stärker. Ist interessant zu wissen, weil mein Ritter kann es ja im Prinzip auch lernen. Psycho hat sich fürs Team geopfert. Nein! Okay, Sven und Hoden, ihr müsst das reißen. Erstmal den Ritter weg. Und ich gebe ihnen auch einen Kraftboost. Hätte ich eigentlich auch als erstes machen sollen. Einfach, dass Hoden den Booster hat. Nein! Sven, es liegt alles an dir. Sven! Du musst gewinnen. Was macht mehr Schaden? Die Prügel. Ich könnte das noch gewinnen. Muss healen. Warte mal, ich habe doch noch eine Phönixträne. Sollte ich dringend einsetzen. Ich hole Hoden zurück. Und mit ihm hole ich Psycho zurück. Okay, jetzt habe ich wenigstens wieder einen Dreier gespannt. Und dann nutze ich ihn. Ach, das ist ein Gegengift. Und hat sich fürs Team geopfert.
Einmal Kraft bitte. Und einen kleinen hier für Sven. Er braucht ihn dringend. Psycho. Phönixträne. Wir haben nicht so viele davon. Bitte Feuerclown. Komm. Besiegt. Oh, das war eng. Beutekiste. Der verbraucht ungewährt einen zufälligen Gegenstand. Anscheinend war ich zu voreilig. Nächstes Mal werde ich nicht so fahrlässig sein. Oh, Seamus hatte offenbar mehr Erfolg als ich. Vielleicht kann doch noch gefeiert werden. Viel Spaß mit den Büchern. Wir haben etwas, das wertvoller als diese ganze Bibliothek ist. Sie haben Will entführt. Das ist zwar merkwürdig, wir sollten nach Will sehen. Ich kann es nicht glauben. Wie konnte das passieren? Wie konnten sie das tun? So etwas ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Ich glaube, etwas wirklich Unrechtes ist geschehen. Ja, Sunny, das denke ich auch. Seine Monster waren einfach zu stark. Ich habe gegen ihn verloren. Aber ich verstehe nicht, was danach passiert ist. So oft ich auch drüber nachdenke, es ergibt einfach keinen Sinn. Mein Begleiter ist fort. Er ist einfach verschwunden, nachdem ich den Kampf verloren hatte. Mein Vater hat mir meinen Begleiter vermacht. Ich habe Schande über meine gesamte Familie gebracht. Wir verstehen deinen Kummer, Will. Aber dein Begleiter wird nicht für immer fort sein. Immerhin sind wir unsterblich. Nichts kann uns wirklich verletzen. Frosch geht es gut, das verspreche ich dir. Ihr Begleiter sind schon länger am Leben, als wir uns erinnern können. Du hast recht. Danke. Und vergiss nicht, dass wir aus einem bestimmten Grund hergekommen sind. Trotz dieses Verlustes können wir in denen nicht aufgeben. Ja, die Bibliothek. Das ist immerhin etwas, oder? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Egal, was passiert ist, ich muss einen Weg finden, es rückgängig zu machen. Wir finden ihn gemeinsam. Wenn sie einen von uns angreifen, greifen sie uns alle an. Stimmt's, Shining? Jawohl. Da hast du recht, Sunny. Danke. Das ist gut zu wissen, aber ich kenne meine Stärken und Recherche liegt mir am meisten. Ich werde mich also durch diese Bücher wühlen, wenn das in Ordnung ist. Das wird mir Gelegenheit zum Nachdenken geben. Ihr findet mich später in der normalen Bibliothek in der Festung der Hüter. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Das muss erschütternd für ihn sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Es ist wirklich besorgniserregend, dass sie zu so etwas fähig sind. Ich mache mir weniger Sorgen um uns Begleiter als um die Zuflucht selbst. Wer weiß, was die Alchemisten planen. Wir sollten uns später in der Bibliothek in der Festung der Hüter mit Will treffen. Es tut mir so leid um den armen Will. Ich muss jetzt auch den ganzen Weg erstmal wieder zurück zur Festung, ne? Also würde ich sagen, dass ich hier jetzt für heute beende und wir uns dann in der Festung der Hüter wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!